الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأخيار المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Die 34. Frage lautet: Wer ist denn besser, wir oder die Sahaba? Denn laut eure Überlieferungen entnehmen wir, dass wir viel besser als die Sahaba sind. Hier habe ich Ahmad ibn Hanbal, weil viele denken, ich rede ohne Beweise und die fangen an jetzt zu philosophieren und zu lügen, vor allem dieser, wie heißt er, 12er Schredder oder? Genau. Wie heißt er? Rafida Schredder. So, also auf jeden Fall so ein Kind, der versucht jetzt das zu retten, was er retten kann an seiner Gemeinde, weil die verlieren jetzt massenweise ihre Anhänger. Weil wir aus diesen Fragen sie wirklich entlarvt haben. Hier haben wir Musnad Ahmad ibn Hanbal. Das ist Band 5, Hadith Nummer 6528. Hier lesen wir über Salih ibn Muhammad, قال: حدثني أبو جمعة قال: تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح. Hier, einer von den Sahaba, heißt Abu Jum'a, sagt, wir haben bei dem Propheten Mittagtisch gehabt und zwischen uns war Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Er sagt, dann sagte er, Abu Ubaida ibn al-Jarrah sagte zu dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, hal ahadun khayrun minna? Gibt es jemand besser als wir? Also, die waren bei dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sie haben dort bei ihm gegessen. Man sieht schon, dass diese Freundschaft wirklich zu dick war. Also zwischen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten dort. Der war so glücklich und stellte er die Frage bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagt, Ja Rasulullah, gibt es jemand besser als wir? Wir sind mit dir Muslime geworden und wir haben mit dir Jihad gemacht, also mit dir gekämpft. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, gibt es jemand, der besser ist als euch? Er sagt, das sind Menschen, sie werden nach euch kommen, glauben an mich, ohne mich zu sehen. Das heißt, je weiter wir von Muhammad, von Zeit, also zeitlich her, entfernt sind, desto näher zu ihm sind, näher als die Sahaba selbst. Weil er sagt, gibt es jemand besser als wir? Er sagt, ja, das sind Menschen, die nach mir kommen, glauben an mich, ohne mich zu sehen. Und weiter auch in Hadith Nummer 16529 über Abi Muhayriz sagte er: "Qultu li Abi Jumu'a, rajul min as-sahaba haddathana hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Fragte er Abi Jumu'a: "Gibt es überhaupt einen Sahabe, der uns einen Hadith jetzt erwähnen kann, was er direkt von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hat?" Er sagt, ja. Uhaddithukum hadithan jayyidan. Ich werde euch ein sehr guter Hadith jetzt erwähnen. Taghaddayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Wir haben bei dem Propheten Mittagtisch gehabt oder gegessen und zwischen uns oder mit uns war Ubaidah ibn al-Jarrah. Dann sagte er: O Rasulullah, gibt es jemand besser als wir? Wir sind mit dir zum Islam übergetreten und wir haben mit dir zusammengekämpft. Er sagt, ja, gibt es. Das ist ein Volk, das kommt nach euch, glauben an mich, ohne mich zu sehen. Wie gut können wir besser als diesen Menschen sein? Das erzählt uns Ibn Majah in seinen Sunan. Band 2, Seite 1331. Und Abu Dawud auch in seinen Sunan. Band 2, Seite 324. Und At-Tirmidhi auch in seinen Sunan. Band 4, Seite 323. Und der Albani hat diesen Hadith
in seinen Silsila Sahiha authentifiziert. Das heißt, ausgeschlossen, darüber zu verhandeln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt: Inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlu al-qabdi ala al-jamri al-amilu fiha mithlu ajr 50 rajulan mithla amalikum. Er sagt, das ist eine schöne Nachricht für die Muslime heute, dass du sogar 50 Mal besser als ein Sahabi sein kannst. 50 Mal besser als ein Sahabi sein kannst. Wie? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es werden nach euch Tagen kommen, die so schwierig sind, sodass der Mensch, der sich darauf hält, also daran hält, an der Religion hält, meint er, so aussieht, als ob er seine Hand ins Feuer reintun würde. Der Lohn für diese Personen, für diese Menschen, für eine Arbeit, die er leistet, oder die sie leisten, sind 50 Mal besser als je eine Arbeit von euch. Das heißt, hast du 10 Arbeiten, 10 gute Taten geleistet, hast du 500 Mal bessere Stufen oder Belohnung als die, die von den Sahaba geleistet wurde. Sind wir besser als die Sahaba? Darauf brauchen wir eine Antwort. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.